Leute, willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog, meine Freunde. Hier seht ihr auf jeden Fall, wie wir gerade aufgestanden sind. So fängt der normale Tag in Thailand an, Leute. Hey, 14 Uhr. Hey. Leute, heute ist das Wasser hier richtig viel am Start bei diesem Strand. Oh, wie das beschlägt schon wieder. Es beschlägt, Digga. Ah, es ist einfach zu heiß. Es ist zu heiß. Heute ist echt krank heiß, Alter. Fangen wir, glaube ich, heute mal an, dass wir zu diesem Privatstrand gehen. Denn heute ist da mega viel Wasser. Und da kann man so drüber laufen. Also, das wird auf jeden Fall ganz geil. Ich würde sagen, anstatt laufen, kann man hier in Thailand einfach viel nicer teleportieren. Das ist eigentlich ganz geil. Ja. Deswegen würde ich sagen, 3, 2, 1. Wow. Oh, Alter, sieht das krank aus. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt mal reinzuspringen und da hinten kannst du dann laufen. Das ist mega nice. Die Frage ist nur, wie kriegen wir die Kamera rüber, Digga? Egal, das schaffen wir schon irgendwie. Let's go. Oh, es ist gar nicht tief. Ich weiß. Hier auf dem Boden. Ah, unangenehm. Fieß dich. Ah. Okay, Leute, ich versuche das hier rüber zu kommen, Alter. Das wird jetzt eine Tour, Junge. Okay, let's go. Oh nein, die Kamera ist im Wasser, Digga. Digga, es wird immer tiefer, Junge. Ah. Das geht ja ein Scheiß, Digga. Ich bin ein Affe. Okay, versuche Nummer 2 diesmal mit Socken. Den unglaublichen Leiten, die Socken. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt. Oh mein Gott, Digga. Wenn ich jetzt umfalle mit der Kamera, bin ich absolut gefickt. Lass es nicht tiefer werden. Aber wird es noch tiefer? Bleibt es so? Bleibt es so? Es wird immer tiefer, Leute. Scheiße. Scheiße. Oh, Scheiße, Leute. Bei der Kamera. Oh mein Gott, da war auf einmal ein Abgrund, Digga. Okay, Leute, ich muss los. Das schaffen wir nicht. Leute, es hat aber noch einen anderen Grund, dass wir hier am Steg sind. Warum ist das Lightning-T-Shirt auf einmal wieder trocken, Digga? Wie passiert das? Leute, ihr seht es schon da hinten, Alter. Wir haben Jetskis gestellt, Digga. Hallo! So. Jona muss jetzt den zweiten Jetski holen, weil wir nur eine Person haben. Ciao, Jona! Alter! Was ein Meme, Junge. Alter, guck mal, wie schnell der ist, Digga. Digga, wie krank wird das, Junge? Ich hoffe, ich kann meine Kamera da irgendwie mit draufnehmen, oder ohne zu sterben. Alter. Digga, das ist der maximale Swagger. Wo ist Jona, Digga? Ist Jona gestorben? Okay, Jona ist weg. Der Mann ist gerade mit Jona weggefahren und jetzt ohne Jona zurückgekommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, der war verbunden. Okay, wir können. So, jetzt musst du hier dein Leben unterschreiben, Digga, damit du dein Haus verkaufst und so, damit die da einziehen kann. Ey, ich habe nicht gedacht, dass wir wenigstens noch Sicherheitswesten bekommen. Wir wurden jetzt hier hingefahren, Leute. Wir wurden vom Steg jetzt hier hingefahren. Und der Typ ist so fucking schnell gefahren. Ich dachte, ich sterbe, Alter. Ich auch. Einfach nur nice. Es gibt keine Bremsen, ne? Ah, es gibt keine Bremsen. Ah, das ist ja gut. Ich muss einfach nur los, Junge. Bist du schon ready zu fahren? Ja. Okay, Leute, wir switchen jetzt auf die 360-Grad-Kamera. Und dann geht's los, Kinder. Ja, und dann war ich etwas übermütig und hab gedacht, ich stelle mich mal auf den Jetski hin. Leider kam dann eine Welle und ja, so ist es dann ausgegangen. Warte. Ich bin in Seenot. Das war krank, Alter. Digga, ich hab so durchgespeedet, ne? Ja. Ich war sogar 360. Ich hab mich so sicher gefühlt, das war krank. Also am Anfang bin ich auf den Typen mit dem Rücken hinten gefahren, dachte, boah, Digga, so schnell wäre ich nie fahren. Am Ende so, nö, Digga. Beim 55 mph, ne? Das waren keine km/h. Wir sind dann fast 100 gefahren. Das war Hammer, Alter. Und ich bin einmal kurz runtergefahren. Aber egal. Okay, ab zum Villa. Leute, wir sind jetzt wieder da vom Jetskien, Alter. Das war ein mega kranker Tag. Es ist auch schon dunkel geworden in unserer Villa, meine Freunde. Wir können hier sogar Sachen drauf zeichnen. Warte mal.
Nein! Ach, schade. Was ist denn das hier auf dieser Wand? Wer hat das denn gemalt? Wer soll das denn, Jonas? Timmy! Okay, Leute, danke auf jeden Fall, dass ihr diesen Merch so mega feiert, Leute. Wir haben bei diesem Merch extrem viel Stock, Leute. Deswegen, andere YouTuber sagen immer, oh mein Gott, nur noch erhältlich bis morgen. Aber Leute, wir haben wirklich mega viele von diesen T-Shirts. Also, wenn ihr sie euch auf jeden Fall noch gönnen wollt, geht auf heyshop.de und seid ein Blitz! Diese Dinger sind auf jeden Fall noch sehr lange erhältlich. Sind mega geil. Ich finde sie auf jeden Fall sexy. Das war's vom heutigen Vlog. Ich würde sagen, das war's vom heutigen Vlog. Ich würde sagen, das war's vom heutigen Vlog. Ich bin in der Schleife. Ich würde sagen, das war's vom heutigen Vlog. Ich würde sagen, das war's vom heutigen Vlog. Geht auf Facebook und durch den besten sexy Sliding Merch der Welt. Seid ein Blitz. Fight von Jetskis, Leute. Ich würde sagen, das war's. Haut rein und tschüss.